Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Musik macht Mut Gespräch. Wir haben dieses Mal eine Premiere hier. Wir sind nämlich das erste Mal in einem Gespräch mit zwei Veranstaltungstechnikern, die natürlich jetzt momentan auch schauen, welche Projekte sie jetzt gerade an den Start bringen. Wir haben nämlich hier den Thomas Wild und den Felix Heinzinger von Thomas Wild Veranstaltungstechnik. Hallo ihr zwei. Hallo, Servus. Servus. Ich habe gerade schon angesprochen, ihr habt ein interessantes Projekt laufen. Ihr habt euch nämlich dazu entschieden, ein Autokino-Konzert zu veranstalten. Wie seid ihr denn drauf gekommen, in der heutigen Zeit jetzt auch eben auf diese Möglichkeit aufzuspringen oder diese Chance zu nutzen, Autokino zu veranstalten? Umso länger, dass die Krise gedauert hat, umso mehr haben wir festgestellt, wenn wir jetzt nicht irgendwas auf die Beine stellen, ein Veranstalter wird das nicht machen. Und wir haben zwei Trailerbühnen im Verleih, wir haben die Technik, die wo alles im Lager steht, und haben viele Bands, die wo wir normalerweise auch unterstützen technisch, die wo halt auch gesagt haben, ah, sie würden gern wieder spielen, aber es ging halt nichts zusammen. Und so sind wir dann drauf gekommen, warum machen wir keine Autokonzerte? Mhm. Einfach kein Kino, sondern wieder einfach live auf der Bühne sein und wieder dem nachgehen, was man so gern macht. Ich finde es persönlich eine gute Option. Es wird natürlich alles sehr kontrovers diskutiert. Das hat alles seine Für und Wider, seine Licht- und Schattenseiten. Aber ich glaube, dass viele einfach jetzt froh sind, wieder überhaupt etwas machen zu können und einfach auch wieder Fuß in der Normalität ein bisschen zu fassen. Und das geht zumindest mal in die Richtung. Gell? Von dem her denke ich, ist es eine interessante Sache und natürlich auch eine Geschichte, die mit sehr vielen Herausforderungen besetzt ist. Es ist vieles neu, vieles anders. Was war denn da so bei euch das Thema? Was sind denn die größten Herausforderungen gewesen, die ihr gehabt habt beim Durchführen von Autokino und Autokonzerten als Veranstalter? Mei, klar, als erstes, wir sind natürlich eigentlich schwerpunktmäßig ein Technikdienstleister, kein Veranstalter. Für uns war da auch vieles Neuland. So haben wir uns halt einfach angefangen, die Platzsuche. Was gibt es für Möglichkeiten bei uns in der Nähe? Es macht natürlich Sinn, wenn das irgendwo in der Nähe vom Firmensitz ist, weil man dann aufs Material halt Zugriff hat und es steht ja doch eine längere Zeit dann vor Ort. Die Lärmbelästigung, Anwohner und so weiter, wir übertragen zwar per Radio, somit ist die Lärmbelästigung sehr gering, aber gerade die Gemeinden und Kommunen wissen das halt auch nicht, kennen diese Konzepte nicht und rechnen damit, ja, jetzt ist da ein Monat lang Halligalli. Rettungswege von so einem Platz müssen passen, Strom, Wasser, Toiletten und so weiter. Wir haben bei uns im Gewerbegebiet einen Platz direkt vor Ort. Der ist nicht groß, aber dafür ist er halt wirklich nah da und somit haben wir uns dann für den entschlossen, das hier zu machen. Die nächste Hürde sind dann natürlich die Sicherheits- und Hygienekonzepte. Das fängt an bei den Abständen bei Autos von 1,5 Metern, sodass man auch die Fenster offen öffnen kann, weil es ist Sommer. Jeder rechnet eigentlich mit einem schönen Wetter, auch wenn wir es die letzten Tage nicht ganz so erwischt haben. Dann, ja, wie macht man es bei der Einfahrt mit der Ticketprüfung? Ist da Platz dafür, weil es sich vielleicht aus dem Platz rausstaut, sage ich mal, gerade am Anfang bei der Einfahrt? Wie macht man es? Gerade am Anfang der Krise war noch das Problem, wie dürfen wir die Tickets vor Ort noch verkaufen? Zusatztickets, Auto voll machen. Am Anfang waren es ja nur zwei Personen. Sage ich mal, mittlerweile dürfen wir die Autos voll machen mit verschiedenen Personen. Gut, dann ging es natürlich weiter. Wir brauchten einen Haufen Genehmigungen. Von der Bundesnetzagentur, wo man die Frequenz beantragen muss, das kostet Geld. Dann geht es natürlich weiter, dadurch, dass man vorübergehend ein Radiosender ist, will die Bundesagentur für neue Medien mitsprechen. Da muss man sich sozusagen auch die Inhalte genehmigen lassen. Gut, dann hat man halt die normalen Sachen wie GEMA, Künstlersozialkasse.
Dann das Landratsamt mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept und dieser Ausnahmegenehmigung, weil man darf ja eigentlich keine Veranstaltungen zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, in der Form machen und musste man eine Ausnahmegenehmigung erwirken. Dann, also ja, Landratenschwanz. Ja. Viele Anforderungen. Ich habe noch nie mit so vielen Behörden gesprochen. Wir haben eine Startstraße daneben, da hat es dann geheißen, wir müssen einen Sichtschutz machen, damit die Autos nicht geblendet werden und so weiter. Ja, tja. Unheimlich. Ja. Also klar, das ist dann so die andere Seite, gell, wo man vielleicht so als Zuseher oder so gar nicht dran denkt, was da jetzt eigentlich so alles bewerkstelligt werden muss und wo das ist auch so für viele verschiedene Parteien dann auch irgendwie Neuland ist. Ja, wo ja, man auch für die Musiker. Muss, also es war am Anfang sehr schwer, Bands zu finden, die wo für dieses Format wirklich Bock drauf hatten und mitmachen wollten. Es hat am Anfang wirklich Überzeugungsarbeit benötigt. Mittlerweile hat sich das sehr gewendet. Wir haben fast täglich Anfragen von ganz Bayern, von Bands, habt ihr noch einen Slot, können wir noch spielen? Leider ist jetzt das Programm, sage ich mal, schon voll. Ich kann momentan immer bloß noch bis kommenden Sonntag auf unseren Band-Contest hinweisen. Da kommen wir aber später nochmal dann dazu. Ansonsten ist eigentlich unsere Slots voll und wir haben sozusagen keine weiteren Möglichkeiten mehr. Ja, jeder will wieder, gell? Jeder scharrt mit den Hufen, das merkt man überall. Jeder will irgendwie wieder auf die Bühne, koste es, was es wolle, sozusagen. Ja, aber das ist ja schön, dass ihr da auch ein bisschen die Voraussetzungen dafür dann bietet und die Möglichkeit dafür bietet. Herausforderungen natürlich auch auf technischer Seite. Was sind denn so für einen Techniker aus technischer Sicht die größten Herausforderungen gewesen? Da gebe ich jetzt mal weiter an Felix. Also das ist ganz was anderes, weil du hast normalerweise hinter Mischpult steckst du deine PA an, also deine Anlage. Aber in dem Sinn gibt es das ja bei dem Konzept der Autokonzerte gibt es keine Anlage, weil das über einen Funksender funktioniert. Und das zieht dann auch wieder einen Rattenschwanz hinter sich her, weil wenn ich keine PA habe, dann hört der Mischer schon mal den Sound von der Bühne nicht. Das heißt, der Mischer, der braucht eine Abhöre oder muss über Kopfhörer mischen, dann ist es wichtig, dass der Mischer nicht den Bühnensound abkriegt, sondern ziemlich abgekapselt ist, damit er halt nur das hört, was im Endeffekt dann im Auto zu hören ist. Also der muss einen Studio-Sound machen und das ist zum normalen Live-Gig schon mal ein großer Unterschied. Auch für die Lichtabteilung ist was anderes, weil wir die Möglichkeit nicht haben, einen FOH-Platz auf dem Platz zu haben, also einen Pultplatz. Das heißt, der muss neben der Bühne stehen. Der kann zwar programmieren vor der Bühne, dann sieht er alles, aber während der Show steht er daneben und ist dann von der Sicht her schon eingeschränkt. Also da muss man sich merken, was man da vorher gemacht hat und dann funktioniert es auch. Aber ja, das ist vieles ist anders und auch die Koordination im Backstage, dass die Abstände eingehalten werden, die Mikrofone, die müssen desinfiziert werden, die Sicherheitsabstände auf der Bühne müssen wir einhalten. Also das ist vieles neu, ja, sehr vieles, genau. Aber ist auch sehr interessant. Also es ist mal ein komplett anderes Arbeiten. Andere Welt irgendwie, gell? Ja, und, total. Und von dem her, du hast gesagt, vieles ist anders. Also ich glaube, das ist auch irgendwie so das, was... Ich meine, live bedeutet irgendwie, das bedeutet Emotionen, das bedeutet ja einfach so die Interaktion zwischen Musiker, Technik, Publikum. Im Idealfall ist es dann irgendwann alles eins und das gibt dann irgendwie so diesen Kick, was halt irgendwie Live-Konzerte bisher immer ausmachen. Und jetzt hat man eine ganz andere Stimmung. Oder auch nicht. Wie ist es denn so? Was habt ihr da beobachtet? Wie ist da das stimmungsmäßig vom Publikum her jetzt im Vergleich von normalen Konzerten wie damals und Autokonzerten jetzt? Also ich glaube, die Leute sind schon skeptisch zu Beginn, wenn die aufs Gelände fahren. Aber über die Zeit entwickelt sich das dann und die Stimmung war bis jetzt immer sehr gut. Obwohl man als Gast ja in seinem Auto sozusagen eingekesselt ist und nicht den direkten Kontakt zum Künstler hat,
Aber trotzdem funktionierte das sehr gut und das Feedback war auch wirklich gut und man konnte das aus den Autos auch hören. Die Leute haben da trotzdem geklatscht und gejubelt und sie dürfen auch natürlich den Beifall leisten mit Lichthupe oder Warnblinkanlage und so. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut und die Künstler, die spielen da auch mit, die sagen dann, hey, wenn es euch gefällt, dann macht die Warnblinkanlage an oder das funktioniert ziemlich gut. Manchmal wird auch gehupt. Das ist natürlich für die Künstler auch schön, das ist ja das beste Feedback, aber das ist natürlich für die Anwohner nicht ganz so angenehm. Also das, ja, Ja, das ist für klar. die Anwohner nicht so schön, wenn dann da 60 Autos hupen. Deswegen vermeiden wir das eher, versuchen das zu vermeiden, aber ganz lässt sich es leider nicht vermeiden. Aber es ist ja eigentlich schön, wenn es den Leuten so gefällt, dass die dann da total ausrasten teilweise. Was auch toll ankommt, ist unsere Media Wall. Durch die Medien kann man sozusagen auch als Künstler direkt mit den Leuten in den Autos über WhatsApp, Messenger kommunizieren, was Okay. natürlich auch wieder eine Interaktion darstellt. Und wir sind ja ein sehr kleines Autokonzert mit nur 60 Plätzen, 5 Reihen. Somit ist man eigentlich ziemlich nah beieinander und es ist auch die Künstler sagen, sie kriegen auf der Bühne, sie kriegen schon was mit, was da unten passiert. Gerade weil es jetzt Sommer ist, jeder seine Fenster aufmacht, viele klatschen dann raus oder winken raus, Scheibenwischer und so weiter. Also es entwickelt sich und es wird dann wirklich auch angenommen und es geht jeder, wie bei einem normalen Konzert auch, mit Fun und Freude und einem Erlebnis nach Hause. Cool, interessante Erfahrung. Ich glaube, ich muss das auch mal mitmachen. Ja. Unbedingt, ja. Vielleicht ja auch noch in eurem Programm. Wer kommt denn da noch so alles auf die Bühne demnächst? Ja, also wir haben versucht, ein möglichst breites Programm anzubieten. Wir haben von einer Geschichtenerzählerin, die wo schöne, schaurige Geschichten macht, ein Familienprogramm und ein Abendprogramm für Erwachsene. Wir haben Autorenlesungen von den Kluftinger-Romanen. Wir haben Bands da. Und ja, unser besonderes Augenmerk fällt auf unseren Band-Contest. Ich glaube, da sind wir auch ja, einer der einzigen, die wo sowas gerade machen. Wir schreiben bis 5.7. können sich Bands noch bewerben bei uns auf der Seite. Wir haben eben auch Sponsoren wie Cordial und die Volksbank, die wo uns Preise zur Verfügung stellen. Und ja, bis am Sonntag werden dann 5 Bands ausgewählt. Jede Band bekommt einen Slot von 20 Minuten zum Spielen. Jede Band kriegt auch einen, wir haben so VIP-Launches, wo man jetzt 10 Leute in einem Anhänger reinhängen sitzen können. Somit hat jede Band dann seine Fanbase, sage ich jetzt mal. Und dann schauen wir, wer am besten überzeugen kann. Und freuen uns sehr auf das Format. Ja, ich glaube auch. Also man sieht es auch euren Gesichtern an. Ich glaube, dass das Positive überwiegt. Also ich denke mal, von Reue, das ganze Ding jetzt angefangen zu haben, kann man da jetzt nicht unbedingt sprechen, oder? Nee, also wie gesagt, wir hatten viele Hürden. Es ist auch nicht immer einfach. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du das nochmal machen? Ja, auf alle Fälle, weil es einfach wieder Spaß macht, der Arbeit nachzugehen und die Bands spielen zu hören und die Gesichter der Künstler, die wo dann wieder auf der Bühne sind. Es ist einfach super. Ich Also glaube auf auch, alle Fälle, klares Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ich glaube auch für Veranstaltungstechniker ist das auch ein Lohn, wenn man dann sieht, dass alles funktioniert und dass die Leute glücklich sind, dass die Bands glücklich sind. Geld ist eine Sache, aber das Tolle, glaube ich, an dem Job ist auch, dass da eben auch so viel Emotion eben auch mit reinspielt, ne? Ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach, dass gerade jetzt irgendwas auch passiert, dass die Kultur nicht untergeht, dass die Leute das nicht verlernen, wegzugehen und nicht auf der Couch sitzen bleiben, sondern dass man dieses Live-Erlebnis einfach live aufrechterhält mit allen Mitteln, was wir zur Verfügung haben. Wirtschaftlich ist es definitiv nicht, zum Geldverdienen auch nicht, aber besser wie nichts und wir müssen das einfach jetzt mitnehmen und ausnutzen und einfach hoffen, dass es wieder normal wird. Richtig, genau. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Schlusswort, weil
die Hoffnung ist irgendwie das, was uns jetzt alle gerade so ein bisschen trägt. Auf der anderen Seite auch schön zu sehen, wie jetzt Dinge sich so ein bisschen normalisieren, dass wieder ein bisschen was vorangeht. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einerseits für die jetzigen Projekte, die eben dieses Besondere in dieser besonderen Zeit sind, und dann auch ganz doll für die Zukunft, wenn alles wieder soweit normal ist, wieder die richtigen Konzerte. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die ganze Palette alles Gute. Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Es freut mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank auch an euch. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Servus. Ciao.